Herzlich willkommen zu unserem Branchenforum Schifffahrt. Sabine Dahl ist mein Name, freie Journalistin in Berlin und Brandenburg und jetzt mal eben nach Rostock gereist. Die Schifffahrt als Garant für den Wirtschaftsstandort Deutschland in Europa und der Welt. Diesen Titel haben wir uns gegeben und ich sage Ihnen jetzt mal Zahlen, die Sie kennen und ich denke, die Sie auch stolz machen. Deutschland hat die fünftgrößte Handelsflotte der Welt. Deutschland hat die zweitgrößte Containerschiffflotte der Welt. So soll es bleiben. Oder da geht doch noch was, oder? Wie ist es der Schifffahrt ergangen in 14 Monaten Corona-Pandemie? Wie ergeht es ihr noch? Wie können wir Arbeitsplätze sichern? Womit sind wir in Zukunft auf den sieben Meeren unterwegs? Auf Schiffen, klar, aber womit fahren die? Was ist der Antrieb der Zukunft? Alles dieses wollen wir diskutieren in den kommenden anderthalb Stunden. Wir haben tolle Gesprächspartner und wir haben tolle Filme vorbereitet. Und vor allen Dingen brauchen wir Sie. Sie da alle an den Rechnern, an den Bildschirmen. Bitte schicken Sie uns Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen. Sie kennen das schon, dieses Q&A-Fenster, also Question and Answers. Wenn Sie aus dem Vollbildmodus rausgehen, dann sehen Sie rechts unten. Da können Sie Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen reinschreiben. Ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Ihre Fragen kommen direkt hier an und dann kann ich sie weitergeben an unsere Gesprächspartner. Meine Gäste heute früh sind, und ich starte mit der Dame, denn Frauen sind ja in der Seeschifffahrt immer noch leicht unterrepräsentiert. Maja Schwiegershausen-Güth von Verdi ist dabei, Bundesfachgruppenleiterin Maritime Wirtschaft. Guten Morgen. Guten Morgen, sie ist da. Enak Fernemann sitzt für die CDU im Bundestag, ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur. Und ich glaube, da sitzt er jetzt gerade. Guten Morgen, Herr Fernemann. Wunderbar, er hört mich und ich sehe ihn. Rüdiger Kruse, ebenfalls CDU-Bundestagsabgeordneter. Er ist Beauftragter für die maritime Wirtschaft der Fraktion. Herr Kruse, können Sie mich hören? Klar und deutlich. Guten Morgen. Guten Morgen und ich höre Sie auch. Und natürlich haben Sie das Steuerrad im Hintergrund platziert. Sehr passend. Vielen herzlichen Dank. Für die Ausgewogenheit haben wir natürlich noch Johann Saathoff dabei, SPD-Bundestagsabgeordneter. Morgen, Herr Saathoff. Moin aus Ostfriesland. Mein Steuerrad ist noch auf See. Okay. Soll ich fragen, wie viel Meter? Sagen Sie lieber nicht. Machen wir gleich. Michael Westhagemann, danke schön, dass Sie auch heute Morgen Zeit haben. Hamburgs Senator für Wirtschaft und Innovation. Ja, moin zusammen. Ja, moin. Und Alfred Hartmann, der Präsident des Verbandes der Deutschen Reeder. Herr Hartmann, herzlich willkommen. Ja, ich sage auch guten Morgen oder besser moin. Ja, moin. Und super, also das war jetzt sozusagen die heiße Probe. Ihr seid alle da. Ich kann Sie hören, Sie können mich hören. Schon mal jetzt vorausgeschickt ein Dank an die Regie, dass das bis jetzt alles so super klappt. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt auch klappt mit meinem nächsten Gesprächspartner. Das ist nämlich Sebastian Hurst, Kapitän bei der Hapag-Lloyd. Und der meldet sich jetzt live. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Ist er denn schon da, Herr Hurst? Schönen guten Morgen, Frau Dahl. Jo, ich höre Sie, ich sehe Sie nicht, aber ich denke mal, wir machen, da ist er, wunderbar. Wo sind Sie eigentlich, Herr Hurst? Ich sitze beim Verband der Deutschen Reeder momentan in Hamburg. In Hamburg, ja moin nach Hamburg. Sie haben als Kapitän eines deutschen Containerschiffes die Corona-Pandemie an Bord miterlebt. Herr Kapitän, wie waren die vergangenen 14 Monate? Naja, ich möchte Sie da gerne mal so ein bisschen mitnehmen auf die Reise, sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Wie Sie wissen, war ich auf der Fragexpress unterwegs, unter deutscher Flagge, mit Landrat in Hamburg. Von Anfang bis Mitte 2020 und jetzt nochmal von Ende 2020 bis Mitte 2021, das heißt, oder Anfang 2021, das heißt, wir haben eigentlich die Pandemie sowohl im Ausbruch als auch schon im weiteren Verlauf mitgemacht. Wie gesagt, ich möchte Sie da mitnehmen auf die Reise, positiv wie negativ. Sehr positiv aufgefallen ist uns auf jeden Fall, dass wir sehr gute Unterstützung hatten von Hapag-Lloyd, von unserer Firma, dass wir entsprechendes Material hatten, mit der Situation umzugehen, dass wir in der Lage waren, auch Schnelltests durchzuführen, dass wir Informationen hatten, begleitende Maßnahmen etablieren konnten, die uns in der Lage versetzt haben, mit dem Infektionsgeschehen umzugehen beziehungsweise das niedrig zu halten, dass Besatzungswechsel, wo es überhaupt wirklich irgendwo möglich war, möglich gemacht wurden.
war sehr schön, in dem Rahmen auch nochmal einen Dank an unsere Bundeskanzlerin Frau Merkel, die die Bedeutung der Seeleute hervorgehoben hat in ihrer Rede. Es war schön, dass internationale und nationale Verbände an einem Strang gezogen haben und gesagt haben, gut, die Seeleute sind wichtig, die Seeleute sind systemrelevant. Ganz, ganz wichtig und da ein ganz großes Dank an meine Crew, an jeden Einzelnen, war der Zusammenhalt an Bord, dass wir in der Lage waren, durch unser Handeln dafür beizutragen, dass das Schiff weiterfährt, dass wir in der Lage sind, was zu machen. Bei der ganzen Situation sind natürlich auch sehr viele negative Aspekte aufgefallen, mit denen wir auch klarkommen mussten. Zunächst, während des Ausbruchs der Pandemie, war es einfach so, dass wir eine sehr unklare Sachlage hatten. Es war allgemein noch nicht klar und es war uns an Bord auch nicht klar, wie gefährlich ist das Ganze. Mit welchen Infektionswegen haben wir im Einzelnen zu rechnen? Es wurde immer schwieriger, überhaupt Landgang durchzuführen. Es wurde immer weiter eingeschränkt bzw. teilweise überhaupt verboten. Wir hatten Probleme damit, mit Landstellen umzugehen, mit Lotsen umzugehen, mit den Mitarbeitern im Hafen umzugehen, weil einfach immer mehr darauf geachtet wurde, dass da Kontaktbeschränkungen eingeführt wurden. Ganz großes Thema war sicherlich auch die medizinische Versorgung an Bord. Wenn man jetzt mal von Notfällen absieht, wurde es für normale Alltagserkrankungen immer schwerer bis teilweise unmöglich, und zwar eindeutig durch die jeweiligen Hafenstaaten, da teilweise überhaupt eine Behandlung durchzuführen. Es ist leider nicht überall so geregelt wie in Deutschland, was man wirklich positiv hervorheben muss, und auch in Europa im Allgemeinen. Teilweise sind die Einschränkungen sehr, sehr stark. Und was natürlich auch dazu kam, auch dann sage ich mal durch einige Hafenstaaten, dass Besatzungswechsel einfach immer stärker eingestrengt wurden. Daher, und das wünschen wir uns einfach ein bisschen, es wäre notwendig, die Bedeutung der Seeschifffahrt, die Bedeutung der Seeleute auch an Bord hervorzuheben. Ohne die, ohne uns, ohne die Mannschaften funktioniert es nicht. Die Reedereien müssen auch auf internationaler Ebene bei internationalen Besatzungswechseln unterstützt werden, damit das läuft im Ausland. Auch da ist es leider nicht überall so, wie es in Deutschland ist, wie es teilweise in anderen europäischen Staaten ist, dass es relativ einfach gemacht wird. Und was auch ganz, ganz wichtig, entschuldigen Sie bitte, vielleicht darf ich da kurz einhaken, Herr Horst. Was ist Ihnen denn da besonders negativ aufgefallen, wenn Sie über die Mannschaft sprechen? Sie haben sehr, sehr schön geschildert, dass es eben einfach gut funktioniert hat, dass Sie nicht die Nerven verloren haben, weil Sie alle so gut als Team, als Mannschaft zusammengearbeitet haben. Aber Sie sagen beim Besatzungswechsel, da muss sich was ändern. Was meinen Sie konkret? Damit meine ich konkret, dass einige Staaten es wieder möglich machen müssen, dass Besatzungswechsel durchgeführt werden. Das ist im Internationalen, wie ich schon gesagt habe, nicht so, wie es in Deutschland ist, wie es in einigen anderen europäischen Ländern ist, dass die Staaten das erkennen, dass die Leute systemrelevant sind, sondern es wird teilweise extrem schwer gemacht, dass die Leute überhaupt einreisen dürfen, um Besatzungswechsel durchzuführen, wenn man jetzt von den Einsteigern spricht, oder aber auch, dass die Leute in den Staaten abmustern dürfen. Und was haben Sie, was hat die Hapag-Lloyd gelernt für die Zukunft? Denn möglicherweise war das nicht unsere letzte Pandemie. Das ist richtig. Wir haben mit Sicherheit eine ganze Menge gelernt, sag ich mal, was diese Pandemie jetzt angegangen hat. Und was uns auch weitergebracht hat, das war die tolle Zusammenarbeit zwischen Bord und Land, die uns da einfach ein ganz, ganz großes Stück weitergebracht hat, dass wir überhaupt in der Lage waren, Besatzungswechsel durchzuführen, dass wir vor allen Dingen aber in der Lage waren, die Schiffe weiter laufen zu lassen, dass wir in der Lage waren, die Transportketten aufrechtzuerhalten. Was war für Sie als Kapitän sozusagen persönlich die größte Herausforderung? Es war eine sehr, sehr große Herausforderung, mit der Situation umzugehen, auf die Menschen einzugehen, mit immer ständig ändernden Situationen umzugehen, mit ständig ändernden Regelungen umzugehen. Wir haben das gut geschafft. Wir haben die Motivation aufrechterhalten. Wir sind auf die Leute eingegangen. Wir haben uns da angepasst, an einem Strang gezogen. Und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Und abschließend, Kapitän Horst, was wünschen Sie sich denn? Sie haben sogar der Bundeskanzlerin persönlich gedankt. Aber was wünschen Sie sich von der Politik nach über einem Jahr Covid-19? Ja, liebe Frau Dahl, im Endeffekt wünschen wir uns, wie ich das gerade schon mal angesprochen hatte, erstmal, dass die Bedeutung der Seeschifffahrt, die Bedeutung der Besatzung auch gerade im Internationalen weiter wichtig wird, dass
die Reedereien, die Seeleute dabei unterstützt werden, Besatzungswechsel möglich zu machen und auch ganz, ganz wichtig, dass Seeleute bei der Impfpriorität höher gesetzt werden. Das heißt, dass wir die Möglichkeit haben, schnell zu impfen, um einfach Ausbrüche von Covid an Bord zum Wohle der Besatzung und auch zum Wohle der Seeschifffahrt zu unterbinden. Merci vielmals. Ganz, ganz liebe Grüße nach Hamburg und allzeit gute Fahrt. Dankeschön, Herr Horst. Schönen Dank, Frau Dahl. Frau Schwiegershausen-Gütt, das, was Herr Horst eben als Letztes gesagt hat, das würde ich gleich mal an Sie weitergeben. Das, natürlich können Sie von Verdi in Deutschland jetzt da nicht so viel ausrichten. Aber trotzdem die Frage, er möchte, dass die Seemannschaft aufgewertet wird, dass die Systemrelevanz der Seeleute verstärkt wird. Wie kann das gehen? Und das will er tatsächlich ja völlig zu Recht, ne? Also wenn ich auf die Corona-Pandemie als solche gucke, dann hat sie die Männer und Frauen auf See im letzten Jahr auf eine sehr harte Probe gestellt. Wir hatten tatsächlich die Situation, dass internationale Gesetzgebung bisweilen obsolet wurde und Flaggenstaaten es auf einmal ermöglicht haben, dass die Seeleute an Bord 17 Monate bleiben konnten, ne? Also 17 Monate an Bord, ununterbrochener Dienst, 7 Tage die Woche im Schichtbetrieb, ohne Urlaub. Und wie Kapitän Horst ja gerade auch noch mal selber geschildert hat, zu oft ohne Landgang und auch mit Problemen bei der medizinischen Versorgung. Die Seeleute arbeiten an vorderster Front des Welthandels und ermöglichen den sicheren und zuverlässigen Transport von Waren über die Weltmeere. Kapitän Horst hat ja gerade selber noch mal gesagt, ohne uns, ohne die Crew, und das war ja auch noch mal ein wichtiger Verweis, läuft es nicht. Gestern und heute wurde im Rahmen der NMK immer wieder auf die herausragende Leistung der Seeleute während der Pandemie verwiesen. Frau Merkel, Herr Scheuer, alle haben sich bedankt. Herr Scheuer, wenn ich ihn zitieren darf, hat gesagt, ist mir notiert, ohne die Robustheit des Systems der Seeschifffahrt hätte die deutsche Wirtschaft die Corona-Krise nicht so gut überstanden. Richtig muss es doch aber heißen, ohne die Leidensfähigkeit der Männer und Frauen auf See, die auf den Weltmeeren aktiv waren, hätte die deutsche Wirtschaft die Corona-Krise nicht so gut überstanden. Die Corona-Pandemie hat tatsächlich die Grenzen und auch die Lücken der internationalen Regime offenbart. Und es ist an allen Beteiligten und Arbeitgebern, Gewerkschaften, diese Lücke im tripartiten Dialog zu schließen. Es gab vor 2 Wochen einen ersten Dialog bei der ILO. Der war allerdings ernüchternd von unserer Seite aus. Es wird sich allerorts bedankt, auch in der Konferenz hier wird sich allerorts bedankt. Und natürlich bedanken auch wir uns. Aber Applaus schützt weder vor Ausbeutung, und mit Applaus kann man keine Miete zahlen und man kann auch keinen Kühlschrank füllen. Und das müssen jetzt tatsächlich den Worten auch Taten folgen. Frau, da will ich nämlich genau mal einhaken. Da will ich genau mal einhaken, Frau Schwiegershausen-Gütt. Ja. Welche Taten folgen denn dann für Verdi? Also nach dem, was Sie alles gehört haben und Sie auch den Kontakt mit der ILO irgendwie ziemlich ernüchternd fanden, was kann denn Verdi tun? Was ist die Forderung oder was ist die Aktion von Verdi, um die Seeleute aufzuwerten? Aber genau da haben wir uns eingebracht. Also wir haben uns eingesetzt, Seeleute als systemrelevant anzuerkennen. Da waren wir als Deutschland relativ gut unterwegs von Anfang an. Ne? Es gab so ein paar Hiccups, es hat nicht immer geklappt. Es gab so ein paar Probleme, vor allen Dingen mit der Bundespolizei in einigen Flughäfen hier und dort. Aber das haben wir in den Griff gekriegt. Aber nichtsdestotrotz, wo wir aktuell dran sind, ist das Thema Impfen. Auch das hat Kapitän Horst beschrieben. Wir haben jetzt mittlerweile 2-mal Herrn Spahn direkt angeschrieben und darum gebeten, Seeleute zu priorisieren bei der Impfung. Die Realität ist allerdings, und da kann ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, dass uns gestern erst ein Seemann anrief und sagt, er wäre im Impfzentrum, wollte sich impfen lassen. Und da hätte man ihm mitgeteilt, als Seemann wäre er nicht systemrelevant und hätte kein Anrecht auf eine Impfung. So, also da müssen wir unbedingt nachsteuern. Und das ist tatsächlich jetzt so ein bisschen der Bottleneck, ne? Also der Schlüssel, wo ich glaube, der notwendig ist, diese Hürde müssen wir überspringen, um einfach da wieder besser ans Laufen zu kommen. Danke Ihnen sehr, Frau Schwiegershausen-Gütt. Da gebe ich die Frage gleich mal weiter an Herrn Hartmann, den Präsident des Verbandes der Deutschen Reeder. Was lässt sich denn da machen? Weil ich denke, Sie gehen ja mit dem, was Herr Horst gesagt hat und Frau Schwiegershausen-Gütt, oder? Ja, ich gehe natürlich mit, auch was Frau Schwiegershausen-Gütt gesagt hat. Das ist ein großes Problem auch für uns natürlich. Wir haben auch kein Interesse, dass unsere Seeleute länger als ein Jahr an Bord sind. Das kann man sich vorstellen. Das ist ja nicht so, dass sie nicht komfortabel leben an Bord. Das ist schon ganz gut, aber man kann nicht an Land, man kann nicht zum Friseur, um also Kleinigkeiten zu sagen. Man kann in vielen Häfen nicht zum Arzt oder kein Arzt kommt an Bord. Wir haben mehrere Fälle gehabt, wo es schwere Zahnentzündungen gab und die Leute bekamen keine medizinische Hilfe. Das war schon
ziemlich herausfordernd, auch für uns hier an Land. Und es ist auch heute noch so, dass in vielen Häfen keine Ablösung möglich ist. Und es liegt nicht an den Reedereien. Wir wollen das. Wir haben großes Interesse, die Leute termingerecht abzulösen. Es sind ja nicht nur die, die an Bord sind, die nach Hause wollen, sondern auch die, die zu Hause wollen, die wollen wieder an Bord, um Geld zu verdienen, wie das gerade ganz richtig gesagt wurde. Das, also das System ist total unterbrochen zurzeit. Es geht so weit, wir haben mal ein Schiff nur als Beispiel, dass viele Reeder haben ähnliche Probleme, nach Japan geschickt, nur um Leute abzulösen. Das Schiff war unterwegs vom Panama-Kanal nach China. In China wussten wir, es geht nicht. In Japan hieß es geht. Dann der Kapitän hatte 14 Tage lang immer Fieber gemessen, keine Auffälligkeiten. Dann gehen die Leute an Bord. Angeblich erhöhte Temperatur, wurden so wieder an Bord zurückgeschickt. Das Schiff musste wieder auslaufen. Und die Leute waren 4 Wochen, 6 Wochen länger an Bord, weil sie einfach in China nicht von Bord kommen müssen, auf der Rückreise im Panama-Kanal. Also das sind Situationen, die noch lange nicht gelöst sind, auch heute nicht. Wir haben heute speziell in Ostasien noch große Probleme, unsere Leute abzulösen. Schiffe, die nur in asiatischen Gewässern fahren, haben es besonders schwer. Schiffe, die international eingesetzt werden, in den USA geht es, in Europa geht es, in vielen anderen Ländern geht es auch. Aber wenn dann abgelöst werden kann, hat man wieder das Problem, dass es kein Flugzeug gibt. Also es sind noch viele Probleme und wir schätzen, dass auch heute noch ungefähr 200.000 Seeleute nicht termingerecht abgelöst werden können. Und da müssen wir auch mit den Gewerkschaften zusammen, aber auch mit den Regierungen, die IMO setzt sich da ein. Mehr Druck erzeugen, ja, das verstehe ich. Sagen Sie, Herr Hartmann, wenn ich da gleich nochmal nachhake, über die Impfpriorisierung haben wir gesprochen. Welche Möglichkeiten sehen Sie, die Systemrelevanz der Seeleute dazu zu betonen? Sie einfach nach vorne zu bringen. Ja, also die IMO hat es ja nun beschlossen, dass Seeleute systemrelevant sind. Wir haben es in Deutschland natürlich von Anfang an versucht über den Verband Deutscher Reeder. Das hat leider bislang nicht geklappt. Wir müssen aber auch zugeben, wir brauchen ja immer eine Zweifachimpfung. Das heißt, wir können nicht einfach die Seeleute, wenn sie im Hafen sind, mal durchimpfen. Die zweite Impfung muss auch gewährleistet sein. Das heißt, man kann die Seeleute im Moment nur während des Urlaubs impfen. Es kommt ja jetzt ein neuer Impfstoff, der nur einmal gegeben werden muss. Da sind wir vorne dabei, aber es wäre gut. Und Herr Fährlemann ist auch dabei, aber Herr Fährlemann hat großes Verständnis, auch Herr Kruse und Herr Saathoff, für unsere Belange. Bei Ihnen möchte ich mich ganz besonders bedanken hier für die Unterstützung. Nur wir brauchen hier Entscheidungen. Und es darf nicht sein, dass ein Seemann dann zu einem Impfzentrum geht. AstraZeneca ist ja angeblich freigegeben und dann geht er zum Impfzentrum und wird abgelehnt, weil er sagt, weil gesagt wird, du bist nicht systemrelevant. Also da muss noch einiges tun, damit wir zumindest in Deutschland unsere deutschen Seeleute oder die auf deutschen Schiffen beschäftigen, impfen. Es sind ja auch viele, die auf den küstennahen Schiffen fahren, wo dann die zweite Impfung, man ist ja ein wenig flexibel, was die Zeit anbelangt, auch durchführbar ist. Im internationalen Seeverkehr ist es schwieriger. Ja, also wahrscheinlich muss einfach ein Schreiben her, was den Maßstäben der deutschen Bürokratie bis runter zu dem Menschen, der dann im Impfzentrum die Zettel kontrolliert, dann eben auch dem standhält und dass dann eben auch der Seemann oder die Seefrau ihre Spritze bekommt. Herr Fährlemann, Sie sind ja schon angesprochen. Und deswegen nehme ich Sie jetzt mal gleich mit rein. Wir wollen mal das ganz große Rad drehen. Die Seeschifffahrt und ihre Bedeutung, die betonen Sie immer wieder. Mit welchen Maßnahmen, wir gehen jetzt mal weg vom Impfen, sondern wirklich mal das große Ganze, mit welchen Maßnahmen beabsichtigt die Bundesregierung, die Wettbewerbsfähigkeit der Branche weiterhin zu sichern? Ja, als allererstes muss man sagen, herzlichen Dank für die freundlichen Worte der Vorredner. Deutschland ist eine der größten Exportnationen der Welt. Deutschland lebt vom Export und natürlich auch vom Import. Und das wird allerüberwiegenderweise über die Seeschifffahrt abgewickelt. Das zeigt für Deutschlands Wohlstand und für das Wachstum, was wir brauchen, um unsere Volkswirtschaft am Laufen zu halten, ist die Seeverkehrswirtschaft unerlässlich. Und von daher gesehen ist es Politik der deutschen Bundesregierung, die Seeschifffahrt zu fördern. Wir tun das mit dem Maritimen Bündnis. Wir haben die Tonnagesteuer, den Lohnsteuereinbehalt, die Sozialversicherungsbeiträge, die Ausbildungshilfe, also ein ganzes Paket, wo wir sagen, damit unterstützen wir die Reeder. Wir haben natürlich auch die Themen der Ökologisierung, das heißt, die Schiffe umzustellen auf neue Antriebsstoffe. Auch hier gibt es eine Reihe von Fördermitteln,
die wir ausreichen, damit die Räder auch sich umstellen können auf zum Beispiel LNG als Kraftstoff, vielleicht irgendwann, was Michael Wess-Hagemann und ich ja sehr bevorzugen, auf Wasserstoff oder aus Wasserstoff entwickelten Stoffen wie zum Beispiel Methanol und anderes. Und natürlich für die Bundesregierung unerlässlich wichtig ist die Seehafenanbindung sowohl seewärts in die Häfen hinein, aber auch die Seehafen-Hinterlandanbindung sicherzustellen, dass der Warentransport aus den Häfen gut funktionieren kann. Also Kern ist, die Lieferketten, die wir weltweit brauchen, als Volkswirtschaft stellt im Wesentlichen auch die Seeverkehrswirtschaft dar. Und deswegen bekommt sie auch diese Förderung. Herr Kruse, hat Herr Fernemann alles genannt oder ist da noch etwas, was Ihnen besonders wichtig ist? Also zum einen würde ich gerne darauf hinweisen, das Thema Impfen für die Seeleute haben wir in unserem maritimen Antrag als Koalition behandelt. Und zwar von 114 Punkten unter Punkt 7, dass wir gesagt haben, das muss ermöglicht werden, und zwar mit mobilen Teams, war uns also auch bewusst und wichtig. Ansonsten kann man wirklich sagen, dass wir in den letzten Jahren eine massive Unterstützung für den maritimen Sektor organisiert haben, aus dem Parlament heraus in einer sehr guten Kooperation, auch mit den beiden Ministerien, die dafür zuständig sind. Und auch in der Corona-Krise dann nochmal nachgeschärft, was jetzt zum Beispiel Investitionsbeihilfen vorziehen von Schiffbau und so weiter angeht. Da haben wir viel gemacht. Man muss natürlich auch feststellen, dass wir hier keinen fairen Wettbewerb auf der Welt haben. Und dementsprechend ist es extrem wichtig, dass wir hier Maßnahmen ergreifen, um Europa als den maritimen Kontinent zu schützen und zu positionieren. Ja, Herr Saathoff, was Herr Kruse gerade gesagt hat, Stichwort Schiffsfinanzierung. Inländische Finanzierungsmöglichkeiten für Schiffsneubauten fehlen. Aber ganz wichtig, ich habe ja eingangs gesagt und wir haben es eben auch von Herrn Fernemann gehört, wie wichtig und wie groß und wie bedeutsam die deutsche Handelsflotte ist und auch, dass die deutschen Werften dringend Aufträge brauchen. Wie können Sie den deutschen Reedern helfen, dass eben die Schiffsfinanzierung in Deutschland besser wird, leichter wird? Ja, Frau Dahl, wenn ich darf, würde ich auch noch einen Satz zu Impfen sagen, weil mich das auch beeindruckt und mich auch schon seit Monaten beschäftigt. Wie gehen wir eigentlich mit dem Personal auf den Schiffen um? Und abgesehen von der rechtstheoretischen Frage, ob das eigentlich ein Gesundheitsminister alleine entscheiden soll, wer wann dran ist, oder ob das nicht vielleicht eher eine Frage des Parlaments ist, dass wir im Nachgang sicher der Corona-Krise noch mal ausdrücklich miteinander beraten werden und auch sicher Entscheidungen für nächste Fälle treffen werden, wäre mir noch mal wichtig, darauf hinzuweisen, dass es mittlerweile auch Impfstoffe gibt, die freigegeben sind und nur einmal verimpft werden müssen, nämlich Johnson & Johnson. Das heißt, jetzt wäre es eigentlich möglich, auch das maritime Personal flächendeckend zu impfen. Und wenn es da noch Hilfe bedarf, dann will ich da gerne beihelfen. Zu Ihrer Frage aber zurückkommt. Aber dann will ich noch mal kurz einhaken. Entschuldigen Sie bitte ganz kurz nur, weil dann lasst uns doch hier auf der Nationalen Maritimen Konferenz noch mal eben den kurzen Dienstweg beschreiten. Wieso gibt es so ein Schreiben nicht? Heute Nachmittag zum Download auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums für die Seeleute. Ich bin jetzt nicht Herr Scheuer und auch nicht Herr Altmaier. Die beiden haben es ja nicht so mit Salzwasser, aber ich hätte jetzt nichts dagegen, denn dass die beiden, Herr Fernemann wird das sicher mitnehmen, dass die beiden dieses Schreiben fertig machen und dann kann das heute Nachmittag aus meiner Sicht absolut raus. Ich würde zur Finanzierung und zu den Werften, weil Sie sprechen zwei wirklich schwierige Themen an, die wichtig sind. Also, dass wir in Deutschland keine nennenswerte Finanzierung von Schiffen, weder im Gebrauchtsektor noch im Neubausektor haben, das macht mir große Sorgen. Sorgen auch als Wirtschaftspolitiker. Denn Schiffsfinanzierung wir sehen ja alle miteinander, wo die Schiffsfinanzierung eigentlich hingehen, nämlich ins europäische Ausland. Dass die so sehr als toxisch betrachtet werden aufgrund der negativen Erfahrungen aus der Schifffahrtskrise 2008, ist einfach irreal. Das muss man so sagen. Und da ist unsere Forderung im maritimen Antrag schon zum zweiten Mal, dass zum Beispiel die KfW jetzt auch nennenswert als Konsortialpartner zum Beispiel für Schiffsfinanzierung zur Verfügung stehen können müsste. Wir dürfen die Schiffsfinanzierung aus Deutschland nicht wegfließen lassen, aufgrund von irrealen Annahmen, die in irgendwelchen Banktürmen entstehen, nach dem Motto Schiff. Pavlovscher Reflex, schlecht, wollen wir nichts mit zu tun haben, längst nicht jedes Schiffsgeschäft und ich würde sogar andersrum formulieren, ganz, ganz viele Schiffsgeschäfte sind gut und gehen an unserer Wirtschaft vorbei im Moment. Für die Werftensituation
haben wir versucht, nochmal deutlich zu machen, dass wir öffentliche Aufträge vorziehen wollen. Das heißt Forschungsschiffe, grauer Schiffbau, die in den nächsten 10 Jahren sowieso von der öffentlichen Hand hätten gebaut werden müssen, jetzt in die nächsten Jahre zu ziehen, um Beschäftigungssicherung auf den Werften durchzuführen. Das ist nicht so ganz einfach, weil wir sehr tief drin sind im Spezialschiffbau. Aber ich denke, dass wir damit Impulse auch, Arbeitskräfteimpulse auch schaffen werden. Mir ist dabei ganz wichtig, aber deutlich zu machen, dass wir diese Impulse auch schaffen wollen, immer mit Beschäftigungssicherung. Es geht also nicht darum, irgendwas anderes im Blick zu haben. Einzig und allein die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Werften sind uns wichtig. Dieses Know-how wollen wir halten, um Deutschland als maritimen Standort für die Zukunft wichtig zu machen. Ganz herzlichen Dank für das Statement, Herr Saathoff. Senator Westhagemann, gibt es da noch Ergänzungen? Also natürlich, die Seeschifffahrt ist für die norddeutschen Länder sehr, sehr wichtig. Was würden Sie denn hervorheben, was unbedingt noch mehr gestärkt werden muss, um die Wettbewerbsfähigkeit zu halten und bestenfalls auch zu verbessern? Ja, jetzt muss ich natürlich auch noch mal zum Impfen kommen. Der ist eigentlich systemrelevant. Und ist, glaube ich, richtig angesprochen worden, auch von dem Kapitän. Und alle Vorredner haben es ja auch kurz reflektiert. Ich sage mal Folgendes dazu. Es ist ja nicht nur die Schifffahrt, es sind auch unsere Häfen, die rund um die Uhr zur Verfügung gestanden haben. Das auch unsere deutschen Terminals waren ja in der Lage, die Schiffe abzufertigen. Auch da kann man sich ganz schnell die Frage stellen, sind die nicht auch systemrelevant? Unsere nautische Zentrale zum Beispiel, wenn die ausfallen würde, fährt in Hamburg kein Schiff mehr rein und kein Schiff mehr raus. Das heißt, diese Diskussion, die ich da hatte, wäre es eigentlich systemrelevant, neige ich natürlich als Wirtschaftssenator dazu, dass ich sage, alles das, was in Wirtschaftsprozessen plötzlich funktionieren muss, ist auch für uns systemrelevant. Und deswegen hätte ich nur eine Erkenntnis aus dem, was wir hier rausziehen, ist, wir brauchen ganz schnelle Entscheidungsprozesse. Ich glaube, auch da muss man nach der Pandemie mal hinschauen. Wenn eine Forderung kommt zu einem schnelleren Impfen, wie lange brauchen wir denn vor diesem Prozess, dass jemand sagt, jawohl, die sind jetzt systemrelevant, die werden jetzt geimpft. Also das würde ich mir als eine Lehre aus dieser Krise wünschen, dass wir viel schneller zu Entscheidungsprozessen kommen und dass die dann auch durchgezogen werden. Warum ist die maritime Wirtschaft eigentlich für die norddeutschen Länder so wichtig? Also ich habe letzte Woche im Hamburger Michel eine Rede gehalten und habe nochmal auf die Bedeutung der maritimen Wirtschaft hinweisen wollen. Und die begann, und das hat gestern, glaube ich, die Bundeskanzlerin gesagt, natürlich mit der Hanse. Das war schon 1321, als man gemerkt hat, gerade in Nordeuropa bilden sich Handelsströme. Und dann dauerte es auch nicht lange, dann haben wir das erste Mal den Atlantik überquert und waren in Amerika. Das war schon um 1780, so um den Dreh. Also da hat es eine Entwicklung gegeben, die hat sich fortgesetzt. Aber mit dem Fortsetzen dieser Entwicklung hat sich auch vieles verändert. Wenn Sie heute die Schiffe angucken, vor wenigen Jahren hat mir noch jemand in Hamburg gesagt, glaubt doch nicht im Traum daran, dass mal ein Schiff reinkommt mit mehr als 10.000 Containern. Heute nehmen wir Schiffe in Empfang, die haben 24.000 Container. Letzte Woche hatte ich ein großes Containerschiff in Hamburg, weil es ja wichtig war, dass wir mit dem Ende unserer Fahrrinnenanpassung jetzt Fahrt aufgenommen haben. Auch das hat, glaube ich, der Bundesverkehrsminister gestern noch mal kurz erwähnt. Ja, was aber dazugehört, ist natürlich bei dieser Veränderung, wenn man heute die Schiffsgrößen anschaut, gucken wir in den Kreuzfahrtbereich hinein. Eben wurde schon angesprochen, neue Motoren, neue Treibstoffe. Natürlich komme ich wie Enna Quellermann nachher noch mal kurz zu Wasserstoff, weil da ist ein Riesenpotenzial, insbesondere kommen auch bei der Brennstoffzelle. Kommen wir später noch drauf? Entschuldigen Sie, wenn ich einhake, Herr Westhagemann, auf die Antriebe kommen wir später noch. Aber was ist das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, die Schiffsgrößen? Was heißt das für Sie? Was ist da die Handlung, die daraus folgt für die norddeutschen Länder? Die Handlung, die daraus folgt, und ich glaube, das haben wir bisher gut hinbekommen, die ganzen Terminals mussten angepasst werden, damit diese Schiffe überhaupt abgefertigt werden können. Und deswegen ist auch, das wurde eben schon angesprochen, das maritime Bündnis, wo sowohl die norddeutschen Länder aktive Partner sind, aber auch der Bund, der VDR und natürlich auch Verdi, um sich frühzeitig Gedanken daraus zu machen, was bedeutet das eigentlich für unsere Fachkräfte, hochqualifizierte Fachkräfte, die wir benötigen, ob das Schiffsmechanikerinnen sind,
Nautikerinnen, Schiffsbetriebstechniker, Elektrotechniker. Das heißt, wir müssen ja die Ausbildung mit im Blick haben. Und ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit und hoffentlich auch zukünftig vorbildlich hinbekommen. Wir brauchen unsere Ausbildungsstätten, wir brauchen unsere Schulen, wir brauchen unsere Hochschulen. Und dieses Netzwerk, dieses Thema weiterzutreiben, ich glaube, das ist extrem wichtig. Danke, soweit. Aber wo ich Sie gerade dran habe, will ich mal auf etwas verweisen, dass das mal geklappt hat. Also ich bin mal gespannt. Ich checke heute Nachmittag die Seite des Bundesgesundheitsministers, ob das wirklich klappt mit dem Download von dem Zettel fürs Impfzentrum, dass die Seeleute durchaus systemrelevant sind und jetzt verdammt nochmal die Spritze bekommen dürfen. Aber wir haben auf der 11. Nationalen Maritimen Konferenz haben wir lange über eine gemeinsame Website gesprochen und es hat geklappt. Die Präambel gab es da schon und jetzt, Herr Westhagemann, ist die Idee auch umgesetzt und zwar von wem? Ja, ich sag mal, das war für mich der wesentliche Schritt, dass wir eine Website bekommen und der Slogan ist auch gut, www.machmehr. Das ist schon ein tolles Signal, wenn man das schon hört und man geht auf diese Website drauf, sodass junge Menschen jetzt die Möglichkeit haben, sich im Vorfeld mal zu informieren. Welche Ausbildungsberufe gibt es eigentlich? Welche spannende Themenfelder könnten für mich als Jugendlicher oder Jugendliche interessant sein? Und wir sehen ja auch, dass immer mehr Frauen in diese atypischen Männerberufe reingehen. Und deswegen ist es wichtig, darauf hinzuweisen, wo kann so eine Ausbildung stattfinden? Und deswegen ist das, was Sie hoffentlich gleich mal aufrufen, diese Webseite, damit wir die alle noch mal sehen, glaube ich, ein ganz wichtiger Meilenstein, der da entstanden ist. Also wir sehen, Herr Westhagemann lacht von einem Ohr zum anderen, dann gucken wir uns das doch auch einfach mal an. Legen wir mal den Hebel auf den Tisch, volle Kraft voraus. Volle Kraft voraus, das wollte ich eigentlich sagen, aber ist auch okay. Danke. Das ist Anna. Anna sucht einen Ausbildungsplatz. Ich will was von der Welt sehen. Und bloß nicht so eine öde Ausbildung, wo du nichts machen darfst. Bei der Berufsberatung empfahl ihr die Dame, Schiffsmechanikerin zu werden. Anna überlegt, wen sie dazu befragen könnte. Na klar, Opa. Hey Opa, was macht man eigentlich so auf einem Schiff? Ja, Mindern, ich war mal vor langer Zeit auf einem Schiff. An Deck arbeiteten bestimmt 50 Leute. Mann, das war ganz schön eng in den Kammern. Und auf der Brücke traf ich den Kapitän. Der trug einen Elbsegler und erzählte mir, dass wir ja noch das Kielschrein füttern müssten. Ja, okay. Danke, Opa. Ihre Schulfreundin hat nun selbst im Internet recherchiert. Auf machmehr.de entdeckt Anna Informationen zu den verschiedenen Ausbildungswegen in der Seeschifffahrt. Sie hat die Wahl: Schiffsmechanikerin, Nautik, Technik, Elektrotechnik oder Schifffahrtskauffrau. Als Auszubildende an Bord lernt man sein Schiff vom Kiel bis zum Schornstein kennen und ganz nebenbei auch die Welt. Die Welt ist übrigens auch das Feld der Schifffahrtskaufleute, die dafür sorgen, dass die Waren auf dem Schiff auch tatsächlich am Zielort ankommen. Und übrigens, an Bord füttert niemand ein Kielschwein. Man muss ja nicht jedes Seemannsgarn glauben. Na, das ist ja noch mal gut gegangen. Mach mehr aus deiner Ausbildung. Mach mehr.de. Wunderschön. Und sagen Sie, Herr Westhagemann, kriege ich da dann auch alle Informationen über die einzelnen Ausbildungsgänge? Was muss ich tun? An wen wende ich mich und so weiter? Ja, genau. Da kriegen Sie natürlich die Links, wo Sie sich verlinken können. Und ich glaube, das war eine kluge Aktion, nicht nur vom Bund und der norddeutschen Länder, auch Verband der deutschen Räderwanderer mit aktiv, auch Verdi, dass man den jungen Menschen jetzt ein Angebot machen kann und die genau sich tiefergehend informieren können. Und deswegen finde ich diese Website also so stark. Frau Schwiegershausen-Güth von Verdi, wie finden Sie die Website?
das ist wunderbar, dass Sie mich ansprechen. Ich hippel hier schon gerade rum. Ich glaube, es kann ein gutes Instrument sein. Jetzt kommt das Aber, das klingt schon nach Aber, ne? Also was es natürlich auch braucht, ist nachher eine Möglichkeit für die jungen, also für die angehenden Seeleute, sowohl das Patent auszufahren, als auch eine Möglichkeit der Beschäftigung im Anschluss. Und das ist ja das große Problem aktuell, ne? Wenn ich darauf gucke, aufs deutsche Schiffsregister und darauf, wie sich es entwickelt hat in den letzten Jahren, seitdem man den Pakt zur Förderung geschlossen hat, dann ist das einfach negativ. Ne? Also es ist tatsächlich so, wir haben einen Rückgang in den letzten 6 Jahren von gut über 20% der Seeleute. Wir haben an Tonnage viel verloren, 35% der Schiffe, allein schon, wenn ich auf das Schiffsregister gucke. So, das heißt, wenn wir den Beruf attraktiv halten wollen, dann ist das eine Website zu produzieren. Und deswegen haben wir uns auch beteiligt, um nach außen was darzustellen, zu sagen, okay, wir geben eine Möglichkeit der Information. So, aber jetzt braucht es natürlich auch die Arbeitgeber, die entsprechend Möglichkeiten der Beschäftigung anbieten. Und zwar welche, die auch attraktiv sind für die Leute. Und da, das übernehme ich gleich mal, Frau Schwiegershausen-Güth, und Herr Hartmann wackelt schon auf seinem Stuhl. Herr Hartmann, da sind Sie gefragt. Frau Schwiegershausen-Güth, Sie haben gerade gesagt, wir haben 35% Schiffe verloren und nur 20% Arbeitnehmer. Also ist das doch ein gutes Zeichen, dass wir viele Arbeitnehmer trotzdem beschäftigen und auf einen Schiffsmechaniker kommen heute 3 Angebote in etwa. Aber vielleicht noch zu diesem kleinen Sketch ganz am Anfang. Ich fand es auch toll, aber der Maschinentelegraph, der steht meiner Ansicht nach falsch. Man ging auf voll zurück, anstatt auf voll voraus. Nach links ist voraus und nach rechts ist zurück. Das Ding steht normalerweise in Vorausrichtung. Vielleicht sollte man das nochmal ändern. Wir wollen ja voll vorausgeben und nicht voll zurück. Na gut. Entschuldigen Sie, bitte reden Sie weiter. Ja, die Ausbildung ist natürlich auch für uns ein ganz großes Thema. Wir haben ungefähr 1.300 Schiffe verloren. Wir haben auch gut 1.000 deutsche Seeleute, sozialversicherungspflichtige Seeleute verloren. Das tut uns auch weh und wir müssen weiterhin ausbilden. Wir müssen den Beruf attraktiver machen. Dafür soll ja auch dieser kleine Film dienen, damit wieder mehr Leute zur Seefahrt kommen. Denn es ist ein interessanter Beruf, es ist ein weltweit anerkannter Beruf, ist eine sehr gute Ausbildung, sehr viele Möglichkeiten, nicht nur an Bord der Schiffe, sondern wir brauchen auch in allen peripheren Bereichen, bei den Seelotsen, in den Häfen, bei den Polizei, in der Verwaltung, gut ausgebildete Seeleute. Das ist eigentlich nicht zu kurz gekommen, aber wir haben 12 Jahre Krise hinter uns, meine Damen und Herren. 12 Jahre Krise hat Spuren hinterlassen und die müssen jetzt wieder aufgeholt werden. Wir sind jetzt gerade dabei, seit einigen Monaten erst, dass einige Bereiche, zum Beispiel die Containerschiffe, wieder ganz gut dabei ist. Aber das kommt noch längst nicht bei allen Rädern an. Es gibt langfristige Verträge. Die Containerschifffahrt ist nur ein Teil der Schifffahrt. Es gibt auch Bulker, es gibt Tanker, es gibt Fähren, es gibt die Kreuzschifffahrt, die ja auch immer wieder im Fokus ist. Also es gibt viele Bereiche, da ist die Erholung noch nicht so eingetreten, wie wir uns das vorstellen. Und trotzdem sind wir gut dabei und trotzdem wollen wir auch wieder neue Schiffe bauen, wollen wir wieder aufbauen. Wir brauchen dafür unsere Banken, wir brauchen auch Kapitalgeber, die hier auch fehlen im Moment. Und wir brauchen, wenn ich da mal gleich einhaken darf, danke schön, Herr Hartmann, und wir brauchen Fachpersonal. Und ich finde es klasse, weil hier in unserem Chat wirklich tickern die vielen Fragen und Anmerkungen ein. Ganz herzlichen Dank dafür. Sie wissen ja, Question and Answers jederzeit gerne. Und ich will auch gleich mal die Anmerkung von Michael Racho weitergeben, und zwar an Herrn Ferlemann. Wenn wir gerade darüber sprechen, wie können wir denn junge Leute begeistern für die Seeschifffahrt? Sollten wir vielleicht die Welle reiten, die jetzt eben ungebremst durch die Bundesrepublik läuft, nämlich umweltfreundliche Schiffe? Müssen wir mehr Wert legen auf den Umweltcharakter, dass das vielleicht die jungen Leute an Bord holt? Herr Ferlemann? Naja, es ist so, wir haben immer weniger junge Leute, die wir begeistern können. Und alle Branchen suchen natürlich das, was wir hier diskutieren, diskutiert man in der Eisenbahn, diskutiert man in der ganzen Logistikwirtschaft auch, weil man überall den Nachwuchsmangel hat. Und deswegen muss man sich bemühen. Ich finde das Video hervorragend, was Herr Westhagemann vorgestellt hat. Das ist sicherlich ein Moment. Wir müssen insgesamt attraktiv sein. Und das heißt, junge Leute wollen gerne für etwas arbeiten, für das sie brennen können, wo sie etwas Gutes tun. Und deswegen muss man sagen, die globalen Lieferketten sicherzustellen, den globalen Handel sicherzustellen. Das ist eigentlich das, was die jungen Menschen machen, wenn sie zur Schifffahrt gehen.
Und das mit natürlich möglichst ökologischen Verkehrsmitteln. Klar, das hilft immer, wenn man es möglichst ökologisch macht. Das ist etwas, was die Jugend heute einfordert, auch zu Recht einfordert. Und dabei sind wir auch auf gutem Weg. Danke, soweit. Ich will noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, bin jetzt aber etwas irritiert, weil Herr Kruse nicht da ist. Aber ich hoffe, er hat einfach nur die Kamera ausgeschaltet und hört uns zu. Denn wir gehen noch mal, Herr Kruse, sind Sie da? Nee, macht nichts. Dann stelle ich die Frage kurz zurück. Herr Küper, die ist bei uns angekommen. Ich stelle sie gleich. Aber dann lassen Sie uns mal bei den Arbeitsplätzen bleiben. Was sagen Sie denn, Frau Schwiegershausen-Güth, Ausbildungsgänge mit Blick auf Automatisierung und Digitalisierung, müssen die noch weiterentwickelt werden oder sind wir da gut unterwegs? Das ist tatsächlich wie in allen Branchen. Ich würde sagen, da unterscheidet sich jetzt die Seeschifffahrt nicht von anderen Branchen, wenn ich beispielsweise auf die Landseite gucke im Hafen. Ne? Also da müssen wir natürlich gucken, was für Anforderungen gibt es in Zukunft und was für Qualifikationsnotwendigkeiten ergeben sich daraus für die angehenden Seeleute oder für die Seeleute als solche. Und da wird, aber da weiß ich, wird drauf geguckt. Und da ist man dabei und natürlich muss man auch gucken, was ergeben sich für neue Möglichkeiten, unter anderem auch an Land. Aber auch da an Land ist seemännisches Know-how geschätzt. Auch da ist es gut, auch wenn ich an Land mit Seefahrt zu tun habe, mal an Bord gewesen zu sein. So von daher ist es tatsächlich wichtig, dass wir einfach da eine Trendwende hinkriegen. Ehrlicherweise habe ich jetzt noch nicht die Lösung gehört, weil wir sagen jetzt hier auch, ich höre Herrn Hartmann zu, ich höre Herrn Fährlemann zu, wir sagen, ja, wir sind auf einem guten Weg. Ehrlicherweise sehe ich das nicht. Also wenn ich gucke auf die Zahlen und sehe, was jetzt beschlossen wurde, also die Fortführung der Schifffahrtsförderung, gestern ging es nochmal, rudelt bei uns um eine Anhörung rein zum Thema Schiffsbesetzungsverordnung, da stehen die Zeichen einfach auf Sturm. Also ich bin da jetzt noch nicht frohen Mutes gestimmt und denke, ja, wir schaffen das. Ich möchte das gern glauben. Na, ich möchte gern glauben, dass wir eine deutsche Seeschifffahrt zukünftig auch mit deutschen Seeleuten haben und wir sind bereit, alles dafür zu tun. Aber ich habe noch nicht, das Lösungskonzept habe ich noch nicht aber gehört Herr, jetzt. Ja, aber Herr Hartmann und Herr Westhagemann melden sich. Herr Hartmann erst und dann Herr Westhagemann. Ja, ich kann das natürlich auch verstehen. Aber wir suchen natürlich auch Seeleute, wir suchen Nachwuchskräfte. Die Anforderungen an den Seemannsberuf werden natürlich auch immer anspruchsvoller und wenn ich an moderne Schiffe, wenn ich an neue Technologien denke, das kommt ja sehr wahrscheinlich gleich noch, umweltfreundliche Antriebe, da werden ganz andere Qualitäten benötigt, als wir in der Vergangenheit hatten. Aber vielleicht auch hierzu noch, die deutschen Reeder stellen bis zu 20 Millionen Euro jedes Jahr zur Verfügung für die Ausbildung von Seeleuten. Wir haben in etwa 500 Ausbildungsverträge pro Jahr. Das ist also eine sehr konstante Zahl, die ist sogar leicht steigend. Wenn ich das aber vergleiche mit der Vorkrisenzeit, also 2000 und davor, dann sind das sehr konstante Zahlen. Aber 20 Millionen Euro bezahlen auch die Reeder über die Stiftung Schifffahrtsstandort Deutschland, die nicht ausbilden. Und diejenigen, die ausbilden, bekommen aus diesem Topf dann eine Ausbildungsbeihilfe, sodass die Ausbildung sehr attraktiv gemacht wird für die Reedereien. Wir haben aber im Moment das Problem, dass wir nicht genug Bewerber haben. Und da müssen wir gemeinsam dran arbeiten. Wir müssen aber auch gemeinsam dafür sorgen, dass ein positives Bild über den Seemann gemacht wird. Nicht, dass wir auf Bedingungen, die vielleicht hier und da nicht ganz ideal sind, immer wieder hinweisen und drauf rumhacken und dass vielleicht der ein oder andere mal schlecht behandelt wurde oder nicht abgelöst wurde. Das kommt alles vor, das will ich nicht leugnen, aber das ist nicht der Standard. Ich glaube, wir müssen auch auf das Positive hinwirken und wir müssen dafür sorgen, dass das Bild etwas positiver dargestellt wird. Und was sagen wir, vielleicht zu den Hafenarbeitern, ein ganz kleiner Unterschied bei den Seeleuten ist doch, die sind für Monate an Bord eingesperrt, die können nicht an Land, die können nicht nach Hause, die können nicht zu ihren Familien. Wenn sie Glück haben, können sie vielleicht mal telefonieren, aber das ist doch ein Riesenunterschied. Die Belastung, die durch Corona auf die Seeleute kommen, im Verhältnis zu den Hafenmitarbeitern, wer immer und auch dort betroffen ist. Also deshalb nochmal, es wäre wichtig, dass unsere Seeleute geimpft werden, um sich selber zu schützen, aber auch um andere zu schützen und damit auch die wieder ein ganz normales Leben führen können, wie wir alle hier, die wir zu Hause trocken und warm sitzen, wie wir als Seemann so schön sagen.
Danke, dass Sie da noch mal drauf gekommen sind, Herr Hartmann. Denn es ist auch, das ist auch die Frage, die Herr Küper uns geschickt hat. Und die, ich weiß, ich habe Sie eigentlich um was anderes, ein anderes Statement gebeten, Herr Westhagemann. Aber weil Sie ja nun mal Hamburgs Senator sind, Sie sind in charge, können Sie bestimmt auch dazu etwas sagen. Denn Herr Küper schlägt vor, warum schickt ihr keine mobilen Teams in die Häfen? Mobile Teams, die dann mal eben, zack, bumm, auf dem Schiff impfen. Ja, und das also kann erstmal, doch die Kommune entscheiden, oder? Ja, ich hoffe, dass das erstmal nicht falsch rübergekommen ist, Herr Hartmann. Ich habe dafür geworben, dass wir die Seeleute impfen, denn ich glaube, wir haben alle noch die Bilder im Kopf, wo viele der Seeleute ja gestrandet sind hier in Hamburg. Wir hatten sie in den Jugendherbergen, Sie können sich noch erinnern. Also das war wirklich ein tragisches Drama auch für diese Seeleute. Nein, also Seeleute sollten auf jeden Fall eine Priorität 1 haben, als systemrelevant. Ich habe nur anschließend gesagt, wenn die Schiffe dann kommen und die liegen an den Terminals und wenn da keiner arbeitet, dann hilft uns das auch nicht. Deswegen habe ich gesagt, und die sind auch systemrelevant, damit wir die Schiffe auch löschen können. Also das war der Zusammenhang. Ja, auch da ist es nicht ganz einfach. Jeder Gesundheitsminister oder Gesundheitsministerin in den jeweiligen Bundesländern höre ich dann immer, die dann wiederum sagen, ja, wir sitzen ja mit dem Gesundheitsminister in Berlin zusammen und versuchen, einheitliche Regeln aufzustellen. Und zu diesen einheitlichen Regeln heißt es auch, die Priorisierungen fürs Impfen. Und deswegen habe ich ja eben gesagt, ich würde ja wünschen, und ich trage das immer bei uns im Senat auch wieder vor, wenn wir an der Stelle die Priorisierungen in dem Sinne anpassen könnten, dass bestimmte Berufsgruppen auch in der Priorisierung vorgezogen werden. Ich lasse da auch nicht nach. Und dann wäre es auch ganz einfach, mal so ein Impfteam, so wie wir es heute in Hamburg machen, in Bezirke zu schicken, auch gezielt in den Hafen zu schicken. Wir haben da unseren hafenärztlichen Dienst, der auch natürlich in der Priorisierung ganz oben stehen muss. Weil wir haben ja, Herr Hartmann, wie Sie wissen, mehrere Fälle an Containerschiffen, auch an anderen Schiffen gehabt, wo es Infektionen gab. Und dann stellte sich immer schnell die Frage, wie geht ihr eigentlich jetzt mit der Mannschaft um? Was passiert da an dem jeweiligen Schiff? Und dann nehmen wir das Schiff raus und gucken erstmal, wie ist der Gesundheitsverlauf. Deswegen kann man, glaube ich, sehr viel lernen. Und deswegen kann ich nur weiterhin sagen, wir müssen daran arbeiten, dass wir hier bei einigen Berufsgruppen zukünftig eine andere Priorisierung haben, weil die Pandemie, die ist ja auch wahrscheinlich noch lange nicht vorbei. Gab es noch eine andere Frage? Nee, ich vertage diese andere Frage erstmal. Ich danke Ihnen und ich will nämlich noch mal wieder zurück auf die Beschäftigten auf See. Wir haben ja eben die Website sehr gutiert, mach mehr. Verschiedene Ausbildungsgänge werden dargestellt und das Ausbildungsangebot wird zukünftig durch einen weiteren Ausbildungsgang erweitert. Und zwar gibt es einen neuen Zugang zur Ausbildung zum Seelotsen. Und Näheres dazu kommt jetzt von Erik Darlege, dem Vorsitzenden der Bundeslotsenkammer. Ja, sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Maritimen Konferenz, mein Name ist Erik Darlege, ich bin der Vorsitzende der Bundeslotsenkammer und ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Novellierung des Seelotsgesetzes mittlerweile den Bundestag passiert hat. Im Kern bedeutet sie für uns Lotsen, dass wir zusätzlich zu den beiden herkömmlichen Zugangswegen, die auch weiterhin Kapitänen und erfahrenen Schiffsoffizieren offen stehen, wir einen dritten Zugangsweg bekommen werden. Dieser richtet sich an Absolventinnen und Absolventen der nautischen Fachhochschulen und diese werden dann mit Bachelorabschluss zu uns, zu den Lotsen kommen und werden im Rahmen einer dreiteiligen, sehr praxisnahen Ausbildung dann bis zur Bestallung ausgebildet. Die praktischen Anteile, die stark überwiegen, werden natürlich weiterhin von Seelotsen ausgebildet, aber die diese Ausbildung wird auch dazu führen, dass nach zwei Jahren ein Masterabschluss erreicht werden wird. Und dazu haben wir uns für eine Kooperation mit den Fachhochschulen Flensburg und Warnemünde entschieden. Diese werden die theoretischen Anteile vermitteln.
Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken bei all denen aus Politik seitens des BMVI, der GDWS und natürlich der Lotsen, die diesen langen Weg mit begleitet haben. Und wir haben einen tollen Abschluss erreicht, so denke ich. Dieser wird dazu führen, dass wir auch zukünftig hochqualifizierte Beraterinnen und Berater für die Schiffsführung auf den deutschen Revieren und in den Häfen zur Verfügung stellen können. Und ja, ich freue mich einfach, Sie hoffentlich demnächst auch wieder in Präsenz wieder zu sehen zu können. Und bis dahin viele Grüße aus Hamburg und tschüss. Ja, in Hamburg sagt man tschüss. Erik Dallege, der Chef der Bundeslotsenkammer. Herr Saathoff, gute Nachricht, oder? Da die Zahl der Seelotsen, ja, der deutschen Seelotsen immer weiter zurückgeht. Absolut gute Nachricht. Seit Jahren beschäftigen wir uns mit der Situation der Seelotsen. Das System, wie wir es früher gehabt haben, eben, dass man ja, vielleicht über den Schiffsmechaniker angefangen ist, dann zur Fachhochschule gegangen ist, zur Seefahrtschule gegangen ist, ein Patent gemacht hat, Patent ausgefahren ist und dann die Besten sozusagen Lotsen wurden, ist einfach nochmal wieder zu überdenken. Das muss man einfach sehen. Die Rahmenbedingungen sind nicht optimal. Und deswegen war es richtig, dass wir bei den im Lotsenwesen dafür gesorgt haben, dass sich die Ausbildung nochmal ergänzt um einen weiteren Zugangsweg. Aber es zeigt im Prinzip auch die Malaise, die wir in der Ausbildung der maritimen Welt haben. Also so schön so eine Internetseite ist, so sehr muss man doch auch sagen, dass wir ein echtes Problem haben bei der maritimen Ausbildung. Deswegen haben wir zum Beispiel im maritimen Antrag, den der Bundestag in der letzten Woche beraten hat, nochmal ausdrücklich die Einberufung eines runden Tisches gefordert. Also wir haben zum Beispiel im Schleppschifffahrtsbereich ein echtes Problem durch die Übernahme von internationalen Konzernen. Im Schleppschifffahrtsbereich sind aber ganz, ganz viele Schiffsmechaniker auch tatsächlich ausgebildet worden. Dort hat man sozusagen die ersten Schritte gemacht in der maritimen Welt. Wenn uns das wegbricht, dann haben wir da ein Problem. Und wenn uns ganze Zweige wegbrechen, dann hilft es uns auch nicht, einen neuen gemacht zu haben. Das heißt, wir werden ganz besonders darauf achten müssen, dass die maritime Ausbildung jetzt in den nächsten Jahren auch wirklich reformiert wird. Und dass wir es schaffen, das maritime Know-how für junge Menschen dann auch zu sichern und natürlich auch so ein Stück weit ihre Flamme anzufachen für einen wunderbaren Beruf. Ich habe selber mal an einer Seefahrtschule gearbeitet für ein paar Monate und fand das einfach großartig, mit diesen Menschen auch in Verbindung zu sein und würde mich freuen, wenn es uns gelingt, da auch wieder zu einer Renaissance zu kommen. Dankeschön, Herr Saathoff. Bitte bleiben Sie alle auf Ihren Stühlen. Nur Herrn Kuse haben wir verloren. Ich weiß nicht, ob der einen Impftermin hat, aber vielleicht kommt er ja auch gleich wieder. Ich will aber noch zu dem Punkt kommen, den Sie ja alle schon die ganze Zeit angesprochen haben und der sehr, sehr wichtig ist. Womit werden wir in Zukunft auf den sieben Meeren schippern? Was ist der Antrieb der Zukunft? Diskutieren wir auch schon eine ganze Weile, aber es ist ja auch schon wieder einiges passiert. Und ich hole mir dazu zwei Profis, nämlich Klaus Brandt, den Geschäftsführer des Deutschen Maritimen Zentrums in Berlin. Jawohl, da ist er. Und Uwe Lauber, Vorstandsvorsitzender bei MAN Energy Solution. Ich starte mal mit Herrn Brandt, damit wir alle so ungefähr auf dem gleichen Wissensstand sind. Welchen Kraftstoffmix oder welcher ist denn der meist verbreitetste Kraftstoffmix in der Seeschifffahrt? Herr Brandt. Vorweg, Frau Dahn, muss ich natürlich noch mal sagen, das Deutsche Maritime Zentrum sitzt in Hamburg. Oh, Entschuldigung, wie komme ich nach? Ich bin aus Berlin, deswegen wissen Sie, irgendwie sind für mich alle Berliner. Entschuldigen Sie bitte. Zurück zu Ihrer Frage, was ist vorherrschend an Kraftstoff in der Schifffahrt? Das ist weiterhin Diesel und Schweröl. Liquefied Natural Gas ist in den letzten Jahren sehr stark dazugekommen. Wobei wir da natürlich auch noch mal differenzieren müssen. Wir sehen, dass wir gerade in Bereichen wie der Küstenschifffahrt, Binnenschifffahrt, in Häfen auch jetzt mehr und mehr Lösungen sehen, dass als Energiestoff Batterien eingesetzt werden, Hybridantriebe gepaart mit Wasserstoff. Also eine ganze breite Palette hat sich da mittlerweile schon ergeben, was sich ganz wesentlich eben auch daran orientiert, welche Reichweite ist notwendig für das jeweils eingesetzte Schiff. Denn danach bemisst sich auch Volumen, Gewicht, was entsprechend mit zu transportieren ist. Und natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor ist bei den jeweiligen Kraftstoffen, wie weit sind die auch verfügbar an den einzelnen Orten dieser Welt. Das macht also eine sehr große
Relevanz aus, auch für die weiteren Fragestellungen, wenngleich, und das gehört auch mit zu diesem Thema, erhebliche Anstrengungen in den letzten Jahren unternommen worden sind, um die Kraftstoffe energieeffizienter zu machen und damit ganz wesentlich mit dazu beizutragen, dass wir weniger Schadstoffe für die Emissionen damit auch haben. Ja, Herr Lauber, können Sie das vielleicht ergänzen, was wir gerade gehört haben von Herrn Brandt? Also welche Kraftstoffe sind im Kommen? Vor allen Dingen, welche Kraftstoffe sind verfügbar? Also im Wesentlichen sehen wir das, was Herr Förlemann und Herr Brandt auch gesagt haben. Also es ist ein ganz klarer Trend weg von schwerölbasierten Motoren, also hin zu LNG. Aus einem einfachen Grund, weil LNG in vielen Häfen und vorhanden ist und die Infrastruktur auch da ist. Nichtsdestotrotz, ich meine, in unserer Branche, in der maritimen Branche ist 2030, 2035 ist ja schon morgen. Das heißt, wir als Motorenhersteller sind dabei, alternative Kraftstoffe zu entwickeln, nicht die Kraftstoffe diesbezüglich, sondern Antriebssysteme, die durchaus komplett kohlenstofffreie Kraftstoffe verwenden können. Als Beispiel ist sicherlich hier Ammoniak, NH3, ist gar kein C-Atom vorhanden, oder auch Methanol. Das heißt, für uns wäre natürlich der Wunsch, als Motorenbauer eine klare Roadmap zu haben, weil jede Entwicklung kostet Geld. Und früher hatte man den Schwerölmotor, ja, das war reinrassig. Heute müssen wir die Kraftstofffrage noch im Raum stellen. Deswegen, es wird nicht reinrassig sein. Und wie Herr Brandt auch so sagt, in der Binnenschifffahrt haben wir hybride Antriebssysteme, batterieelektrische Antriebssysteme. Die Reichweite ist ein Thema, aber in der Hochseeschifffahrt, das ist ganz klar, da reden wir über Dekarbonisierung der Kraftstoffe und deren Motoren. Deswegen LNG wahrscheinlich zuerst. Herr Lauber, wenn ich da kurz mal einhaken darf, von wem brauchen Sie die Roadmap, damit Sie wissen, was Sie bauen sollen? Von wem? Ja, schauen Sie, eigentlich fordere ich es von der IMO, aber dort kriege ich es nicht. Die IMO ist relativ träge unterwegs, wenn ich es mal so sagen darf, ist jetzt vielleicht ein bisschen frech, weil das natürlich auch ein Problem ist, was nicht nur uns in Deutschland beschäftigt, sondern das ist ein globales Thema. Deswegen den Schwefelgehalt, den Sulfur Cap, den man da auf 0,5% gelegt hat. Und was folgt denn daraus als nächstes? Ich meine, zu sagen, dass bis 2050 50% der Emissionen reduziert werden müssen, verglichen auf 2008, ist das eine. Aber wie kommen wir dorthin? Und welche Technologien sind notwendig? Das ist schlussendlich, wir als Motorenhersteller, wir haben sicherlich die Technologien im Hause. Aber es wäre natürlich wünschenswert, wenn man eine klarere Roadmap erstellen könnte. Ich denke, hier in Deutschland gehen wir in die richtigen Schritte. Ich gucke hier gerade den Kollegen von Hapag-Lloyd. Ich meine, wir sind gerade dabei, einen Retrofit zu machen. Und das macht es auch wiederum so schwierig. Wir haben ja eine Bestandsflotte. Und die Bestandsflotte von den Rädern wird ja auch betrieben. Und meistens ist die Bestandsflotte operiert mit Schweröl. Das heißt, hier Retrofits zu machen und Firmen wie Hapag-Lloyd, Maersk, wie sie alle auch heißen, oder Hartmann, brauchen ja auch Sicherheit für gewisse Investitionen. Deswegen sage ich schon auch, LNG wird wahrscheinlich das Rennen machen, aber dann kommen wasserstoffbasierte, synthetische Kraftstoffe. Und ich meine, mit Herrn Westhagemann haben wir einiges in Austausch. Wo kriegen wir denn den Wasserstoff her, wenn er denn nicht grün ist? Oder wir müssen den grün machen. Ja. Also das ist eine Fragestellung, die geht lange. Danke, entschuldigen Sie bitte, dass ich da einhake. Die eine Frage gebe ich gleich weiter an Herrn Hartmann, denn alle sechs hören uns ja auch immer noch zu. Aber ich will erst mal noch mal weiterfragen an Herrn Brandt. Also Sie haben wunderbar die ganze Problematik geschildert. Dankeschön, Herr Lauber. Herr Brandt, nun kommt immer noch was obendrauf, denn die Bundesregierung hat gerade die Klimaziele verschärft. Und es sind ja schon vorher einige Umweltanforderungen in Kraft getreten bzw. avisiert, also sind in Arbeit. Was müssen Sie denn jetzt in Zukunft alles berücksichtigen? Und wie schwer ist das? Also es gibt eine ganze Reihe von Anforderungen, die da bisher schon gestellt worden sind und die auch ratifiziert worden sind, muss man schon fast sagen, die IMO herausgegeben hat. Aber wenn ich mir nur noch mal die Zahlen auch vor Augen halte, und Herr Dr. Lauber hat sie eben gerade genannt, die IMO sagt bis 2050 50% Reduktion der CO2-Emissionen. Wir haben gestern gehört von einer Dame aus den Niederlanden, da geht man schon von ganz anderen Zielen aus, nämlich von minus 70%.
Und ich glaube, auch die gesamte öffentliche Diskussion ist in einem völlig anderen Fahrwasser, um bei der maritimen Branche zu bleiben, nämlich deutlich niedriger schon die Ziele dazu erreichen, viel schneller die Ziele zu erreichen und zu einer höheren Reduktion der Emissionen auch zu kommen. Binnenschiffe ist mit im Gespräch, dass wir da in der nächsten Zeit 100% Reduktion erreichen wollen. Hatten wir auch das Beispiel aus den Niederlanden gehört, wird auch vielerorts schon in Deutschland entsprechend diskutiert. Also da bekommt das Thema insgesamt eine unheimliche Fahrt drauf. Und die Fahrt wird aufgenommen, ja nicht nur im Bereich der maritimen Branche, sondern auch in anderen Branchen wird das entsprechend diskutiert. Und deswegen müssen wir dort auch davon ausgehen, dass die Ziele viel ambitionierter werden. Wir aber auch sehen müssen, dass wir in vielen Bereichen sehr viel schneller dazu kommen müssen, die Dinge auch umzustellen, uns auch darauf einzurichten. Und wenn wir diese Ziele erreichen wollen, dann müssen wir auch einen breiteren Ansatz dabei fahren. Wir können nicht nur sagen, welcher Kraftstoff führt dann auch beim Betrieb, beim Verbrauch dazu, dass er niedrige Emissionen emittiert, sondern wir müssen uns die gesamte Kette angucken. Von der Herstellung über den Transport, über die Lagerung bis hin zur Verwendung, um in allen Bereichen darauf zu schauen, dass wir zu einer Reduzierung der Emissionen kommen, dass wir zu einer Null-Emission kommen am Ende des Tages. Und was brauchen das Sie? Das ist das Technische. Ja. Ich will das aber noch ergänzen, weil mir ist das auch wichtig zu sagen, technisch müssen wir es lösen, aber wir müssen es auch in der Umsetzung lösen, dass wir auch Genehmigungsverfahren dabei schneller auf den Weg bekommen. Wir haben in vielen Bereichen gesehen, in den letzten Jahren, wenn neue Kraftstoffe eingeführt worden sind, Genehmigungsverfahren dazu, Sicherheitsvorschriften dazu aufzustellen, das hat einiges an Zeit in Anspruch genommen. Und hier wünsche ich mir auch, dass wir da ein koordiniertes Vorgehen haben, dass wir vor allen Dingen aufgrund der föderalen Struktur, die wir in Deutschland haben, auch rechtzeitig uns zusammensetzen, an einen Tisch sitzen, damit wir hier die Dinge auch gemeinsam regeln können und auch sehr schnell für die Wirtschaft ein entsprechendes Angebot schaffen. Nicht, dass es unterschiedliche Regelungen gibt in dem Hafen A oder im Hafen B oder im Land C oder im Land D. Das ist ganz wichtig. Dafür braucht die Wirtschaft auch, ich sag mal, einheitliche, harmonisierte Regelungen. Ja, und Sie haben das allgegenwärtige Umsetzungsproblem angesprochen, was wir immer wieder wirklich in allen Bereichen sehen und was auch jetzt in der Corona-Krise ja wirklich sehr, sehr deutlich geworden ist. Was brauchen Sie noch, Herr Lauber? Was brauchen Sie Förderanreize? Also ich denke im Moment Förderanreize, es gibt einiges an Förderungen, die von der Bundesregierung hier ins Leben gerufen worden sind. Das ist, denke ich, auf einem vernünftigen Weg. Also zumindest wir als Motorenbauer gehen in Richtung wasserstoffbasierte Treibstoffe, entwickeln Motoren dorthin. Das ist aus meiner Sicht vernünftig. Was wir eigentlich eher haben möchten, ist Klarheit, wohin die Reise geht. Weil, wie es Herr Brandt eigentlich auch schon gesagt hat, es ist vielfältig. Und wir wollen natürlich nicht in Technologien entwickeln, die in 4 Jahren wieder obsolet sind. Also irgendwo, und ich denke auch unsere Kunden, die Reeder als solches, der heute jetzt ein neues, sagen wir mal, ein Containerschiff auflegt, da stellt sich natürlich auch die Frage, des Antriebes. Ist der Antrieb zukunftsgerichtet? Und deswegen geht es bei uns eher in Richtung der Vielstoffmotoren, das heißt Motoren, die mehrere Treibstoffe verwenden könnten oder die so konzipiert sind, dass sie carbon-free Fuels verbrauchen können. Ja. Aber Förderung als solches, ich denke, da sind wir in Deutschland durchaus vernünftig unterwegs. Da, glaube ich, freuen sich einige, das zu hören. Am Geld liegt es nicht. Es ist die Frage reingekommen von Malte Siegert. LNG ist aber ein fossiler Brennstoff. Also inwiefern hilft denn das bei der Dekarbonisierung? Also schauen Sie, wenn Sie gleich machen zwischen LNG und einem Schweröl, alleine nur die Umstellung. Ja, das ist richtig, ist ein fossiler Brennstoff. Aber Rom ist auch nicht von heute auf morgen entstanden. Deswegen müssen schrittweise vorangehen. Und der Schritt auf LNG hilft zumindest, dass Sie 20% CO2 reduzieren können, fast kein NOx und fast kein SOx. Und das ist im Vergleich zu reinem schwerölbasierten Motor sicherlich ein Riesenerfolg. Und das ist die Technologie, die wir heute eben schon einsetzen können und vor allem auch die Infrastruktur, die ja auch vorhanden ist. Wasserstoffbasierte Fuels, Treibstoffe, ja, wo sind sie denn?
wo kommen sie denn her? Und wenn ich Ammoniak oder Methanol nehme, die sind nicht überall vorhanden. Ich kann das noch gar nicht bunkern. Die Genehmigungsverfahren sind noch nicht geklärt, deswegen ein Schritt nach dem anderen. Ich kann dann aber auch später hingehen, ob wir das dann mal machen werden, wird der Markt sich zeigen, synthetisches LNG. Also schrittweise vorangehen, bis ich dann mal wasserstoffbasierte Treibstoffe zur Verfügung habe. Verstehe. Ich danke Ihnen soweit. Ich weiß, das war jetzt super kurz, aber ich habe ja auch noch die ganzen anderen Gesprächspartner, wo ich jetzt unbedingt eine Reaktion einfangen möchte auf das, was Sie gesagt haben. Ganz, ganz lieben Dank, dass Sie beide Zeit hatten, kurz uns da ein bisschen auf den Stand der Dinge zu bringen und vor allen Dingen auch, dass Sie Ihre Forderungen formuliert haben. Und das, was Herr Lauber gesagt hat, das möchte ich gleich mal weitergeben an Herrn Hartmann, an Alfred Hartmann, den Präsident des Verbandes Deutscher Reeder. Denn ich nehme jetzt mal mit, das hat Herr Lauber gerade gesagt, LNG wird das Rennen machen. Aber ist doch nur eine Brückentechnologie, oder? Ja, das ist die Frage, ist es eine Brückentechnologie? Wir haben ja immer noch die Diskussion wegen des Methanschlupfes. Ich bin der Meinung, wenn die Politik sagen würde, ab dann und wann darf es keinen Methanschlupf mehr geben, dann ist die Motorenindustrie in der Lage, Motoren herzustellen, die ohne Methanschlupf arbeiten. Und Herr Lauber, Sie können das ja, das kennen wir. Wir betreiben zwischenzeitlich 6 große Schiffe, sinnvollerweise Gastanker, die mit Gas betrieben werden, mit Ethan, mit LNG. Aber wir sind auch in der Forschungsgruppe oder gemeinsam mit Ihnen, mit MAN dabei, einen Ammoniakmotor zu bauen. Und der wird dann auch hoffentlich 2023/2024 auf einem Ammoniaktanker eingebaut. Auch dort haben wir dann wieder die Tankstelle an Bord. Das ist unser großes Problem. Ich glaube, wir als Reeder, wir wollen umweltfreundlicher werden. Wir sind schon der umweltfreundlichste Verkehrsträger. Wir wollen aber noch umweltfreundlicher werden. Und am liebsten würden wir sogar CO2-frei werden. Nicht erst 2050 oder Ende dieses Jahrhunderts, sondern lieber heute als morgen. Nur was wir brauchen, sind nicht neue Antriebssysteme. Die kriegen wir schon hin. Herr Lauber hat es gerade erwähnt. Wir brauchen Brennstoffe, die CO2-frei sind. Und Wasserstoff als reiner Brennstoff, nur zur Erinnerung, muss mit 253 Grad minus gekühlt werden, um flüssig zu werden. Es muss mit 700 Bar unter Druck gesetzt werden, um flüssig zu werden. Es ist bislang nicht transportfähig. Es gibt ein Schiff, Japaner haben einen 1250 Kubikmeter Wasserstofftanker entwickelt, der ist seit einem Jahr fertig, hat noch nicht kein Wasserstoff getankt. Der kann aber, wenn er funktioniert, nur 80 Tonnen Wasserstoff transportieren. Das Zeug ist unendlich leicht. Ein Kubikmeter Wasserstoff wiegt 0,07 Gramm. Ist sehr flüchtig. Also das sind Riesenprobleme, die wir noch haben. Ja. Aber was wir können synthetisches LNG herstellen. Und die Schiffe, die heute auf LNG umgestellt werden, wenn es dann so weit ist, dass wir synthetischen LNG, der grün ist, erreichbar ist, dass wir den auch in allen Häfen bekommen, dann können wir so weiterfahren. Das heißt, wir als Reeder sind bereit, diese Anforderungen anzunehmen, so schnell wie möglich. Wir brauchen aber Brennstoffe, die es uns machen. Die irgendwie machen. Genau, die handhabbar sind, die eben auch zu bekommen sind. Dankeschön, Herr Hartmann. Herr Westhagemann, Sie sind ja eigentlich so ein Wasserstofffan, ne? Aber was sagen Sie zu dem, was Herr Hartmann gerade gesagt hat? Also klar, es ist die Frage, welche Technologie wird sich am Ende des Tages durchsetzen. Ich kann schon mal einen Tipp geben. LNG wird es nicht sein. Nicht in der Form, wie wir ihn heute betreiben. Weil der reicht nicht aus. Da hat der Malte ja völlig recht. Deswegen müssen wir uns synthetische Kraftstoffe anschauen oder wir schauen uns den grünen Wasserstoff an. Und wenn ich jetzt die Diskussion erlebe oder jeder beschreibt mir nur seine Probleme, ich würde mal umgekehrt vorgehen. Ich würde mal sagen, wir müssen die Herausforderung als Chance sehen. Wir müssen halt uns Gedanken darüber machen, wie schnell kriegen wir Markthochläufe hin. Müssen wir uns mit der Mineralölindustrie mal unterhalten, Herr Hartmann. Wie gehen die jetzt vor? Setzen die auf grünen Wasserstoff oder sitzen die auf synthetische Kraftstoffe? Also man muss sich mit den Marktteilnehmern jetzt mal unterhalten, an einen Tisch setzen und sagen, wo glauben wir eigentlich, geht jetzt in den nächsten Jahren die Reise hin? Ein Hinweis, den ich gerne geben möchte, ist der Green Deal der EU. Da wird ja auch schon mal darauf hingewiesen, dass wir ziemlich hohe Vorgaben aus der EU schon haben, wo wir uns
nicht nur mittelfristig, das ist ja eigentlich schon kurzfristig, in der Reduzierung von CO2 befinden werden. Allein in Hamburg, den Klimaplan, den wir uns auferlegt haben, der geht bis 2030. 2/3 der Reduzierungen kommen aus der Wirtschaft. Das heißt, auch da stellen sich viele Fragen, wie verändere ich den Hafen klimaneutraler, wie gehe ich mit der maritimen Wirtschaft um, natürlich wie gehe ich mit dem Schiffverkehr um. An Herrn Lauber mal ein Hinweis. Diese Bestandsfrage von Schiffen hast du auch bei LKWs, bei Schwerlasttransporten. Und da brauchen wir Nachrüstsätze. Wie sehen dann zukünftig diese Nachrüstsätze aus und wie schnell werden die dann auch für die Spediteure wirtschaftlich abbildbar? Aber mit den Themenfeldern müssen wir uns jetzt beschäftigen. Beim Schwerlastverkehr wird es wahrscheinlich die Brennstoffzelle mit Wasserstoff sein. Wenn mir da immer noch jemand sagt, das wird wahrscheinlich Batterie, dann könnte ich jetzt einen Vortrag darüber halten, warum ich auf keinen Fall glaube, dass es eine Batterie wird, weil die wird dann viel zu schwer. Ich könnte natürlich auch einen Container bauen mit Batterien, der wird nur gleich untergehen. Also verstehe, wir bauen also in Zukunft Schiffe. Würde ich mich konzentrieren. Verstehe, wir bauen in Zukunft Schiffe mit Anhänger. Aber ich denke, Herr Lauber hat sehr gut zugehört. Danke, dass Sie uns an Ihren Gedanken haben teilhaben lassen. Herr Saathoff, das ist ein Punkt, den European Green Deal, was ja eben Herr Westhagemann schon angesprochen hat. Wie passen denn die deutschen Umwelt- und Klimaziele in den europäischen Kontext? Na, also da gibt es aus meiner Sicht überhaupt gar kein drüber nachdenken, ob sie drin passen könnten oder nicht drin passen. Also unsere Klimaziele sind absolut in dem europäischen Kontext. Der europäische Kontext ist nochmal nachverschärft worden. Wir müssen jetzt PS auf die Straße bringen. Also all die vor Kraft nicht laufen können, weil wir die Klimaziele 2020 erreicht haben, müssen ja mal den Fokus darauf legen, dass unsere Wirtschaft nachhaltig von der Pandemie betroffen ist. Und von daher müssen wir viel mehr erneuerbare Energien ausbauen, und zwar on wie offshore, weil die Windenergie das Lastenpferd der erneuerbaren Energien ist. Wenn Sie 1 Gigawatt PV ausbauen, dann haben Sie ungefähr halb so viel Energie zur Verfügung, wie wenn Sie 1 Gigawatt Windenergie ausbauen. Oder sogar nur ein Drittel von dem, wenn Sie 1 Gigawatt Windenergie offshore ausbauen. Und von daher, bei aller Diskussion, die wir haben über Batterien im Fährbereich, über grünen Wasserstoff, über synthetisches LNG oder über E-Methanol, bei all diesen Diskussionen müssen wir auf jeden Fall an den Schlüssel des Ganzen heran, nämlich an den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und da haben wir jetzt in der letzten Zeit, das darf man auch ruhig selbstkritisch mal sagen, nicht gerade überperformt und weder unsere eigenen Ziele noch die Ziele der EU wirklich im Blick gehabt dann dabei. Ich bin Energiepolitiker, es war in dieser Legislaturperiode einfach immer wieder auf Granit beißen. Ich musste über ein Jahr lang verteidigen, dass die 10H-Regel in Bayern für Windenergie onshore für ganz Deutschland keine gute Idee ist. Und von daher hoffe ich, dass jetzt so ein Ruck auch durch Deutschland geht. Mittlerweile hat ja auch unser Koalitionspartner den Klimawandel erkannt und das politische Potenzial, was da drin liegt. Und ich würde mir wünschen, dass es uns gelingt, daraus dann auch wirklich jetzt vernünftige Regeln zu schaffen. Wir haben noch 3 Sitzungswochen im Bundestag. Ich bin gerne dazu bereit, die Ausbaupfade der erneuerbaren Energien, die auch der maritimen Wirtschaft helfen würden, jetzt noch in diesen 3 Wochen massiv zu erhöhen. Herr Saathoff, da will ich doch gleich Ihren Koalitionspartner ansprechen, den Herrn Kruse, nämlich den Beauftragten der CDU für die maritime Wirtschaft in der Fraktion. Oder, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, wollen Sie direkt mit einer grünen Kanzlerin sprechen, Herr Saathoff? Sie wollten mich ansprechen, ja? Ja, ja. Sie haben Herrn Kruse angesprochen, oder? War das die Frage an mich? Ach, ich dachte nur, Sie sagen ja oder nein und dann sagt Herr Kruse was. Na, ich setze alles dran, dass Olaf Scholz der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland wird. Und mit mir zusammen ganz viele Kollegen in 299 Wahlkreisen. Und ich bin ganz sicher, dass es Sinn macht, sich nicht auf Umfragen zu berufen jetzt, sondern da wird noch viel Wasser, was auch immer, ich würde sagen, die Ems hinunterfließen, bis okay. Wir dann sehen, wer dann auch tatsächlich ins Kanzleramt einzieht. Okay, Herr Kruse, jetzt aber Sie. Herr Saathoff möchte mit Ihnen noch ganz viel besprechen und beschließen über die Erneuerbaren. Also erstmal stelle ich fest, dass die Klimaschutzziele für Herrn Saathoff nicht anspruchsvoll genug sind, sondern dass er sich auch noch einer Utopie hingibt, wenn er Olaf Scholz zum Kanzler machen will. Aber gut, ansonsten ist es so, dass der Kollege Saathoff und ich sicherlich ein funktionierender Teil der Großen Koalition sind und wir das ja auch mit den maritimen Anträgen so unter Beweis gestellt haben.
was man bei der ganzen Debatte sehen muss. Deutschland ist heute ein Energieimportland. Und das werden wir auch immer bleiben. Ist auch nicht schlimm. So, das heißt, wir müssen nur unsere Energieimporte umstellen. Also wir sind zwar beim Strom bei 50% gelandet, aber wenn man dann sieht, dass Strom vom Gesamtenergieverbrauch ein Viertel ist, dann sind wir also in Wirklichkeit bei 12,5%. Das heißt, wir haben noch über den allergrößten Teil noch umzustellen. Und das wird gelingen, wenn wir mit anderen Ländern kooperieren und nicht mehr Erdöl und Gas beziehen, sondern synthetische Kraftstoffe, also dass die den Wasserstoff produzieren und der dann entweder so oder wahrscheinlich eher als Derivat zu uns kommt. Da kommt dann wieder die Schifffahrt ins Spiel, weil anders kann man den gar nicht im Wesentlichen transportieren. Das ist eine riesige Aufgabe und der müssen wir uns stellen. Wir werden ich bin auch für mehr Windenergie offshore, aber das wird das Problem in Deutschland nicht lösen, sondern wir müssen zeitgleich die Infrastruktur schaffen für den Import und wir müssen mit anderen Ländern in Kooperation deren Energiethemen umstellen und dabei gleichzeitig so viel machen in Ländern, wo Wind oder auch Photovoltaik sehr effizient eingesetzt werden können, damit wir dann einen gewissen Anteil davon importieren können. Okay. Und das passt auch super zum Green Deal. Und insgesamt ist es eben so, deswegen plädieren wir ja auch in unserem Antrag, dass wir jetzt eine massive Stärkung der europäischen Schifffahrt des maritimen Sektors machen, weil jetzt diese großen Umstellungen laufen. Und dafür sollten wir die Flotte bauen und dafür sollten wir die Technologie liefern. Und da es mit China keinen fairen Wettbewerb gibt, müssen wir das europaweit regeln und das Spiel für uns optimieren. Ja, Herr Fahlemann, Sie sind gleich dran, weil ich glaube, dass da auch noch einige Sachen sind, wo Sie was unbedingt zu sagen sollten. Aber Frau Schwiegershausen-Güth, Sie waren auch zwischendurch, Sie sagen ja immer, Sie sind ganz zappelig, Sie wollen jetzt auch. Antrieb der Zukunft, LNG, Wasserstoff. Können Sie die Frage mal wiederholen, wie ich die Zukunft sehe, ob LNG oder Wasserstoff ja, kommt? Das war die Frage. Ach so, okay. Ja, gucken wir mal. Ich glaube, wichtig ist tatsächlich, dass, wie wir vorhin schon mal thematisiert haben, wir entsprechend am Ball bleiben und Ausbildungsgänge entsprechend anpassen. Ne? Also gucken, dass wir das Know-how auch haben, um welche Technik auch immer sich durchsetzen wird, das Ganze auch entsprechend begleiten zu können. Ne? Also, dass wir weiterhin vorne bleiben und da müssen wir einfach dran gucken, da müssen wir eng mit den Schulen zusammenarbeiten, da brauchst du eine gute Kooperation. Ja, ja. Danke Ihnen. Herr Ferdemann, ich habe eigentlich zwei Fragen an Sie und Sie könnten, weil mir langsam die Zeit davonläuft, versuchen, beide Fragen doch relativ kurz zu beantworten, natürlich auch an Sie. Die Frage ist fürs Ministerium LNG die Brückentechnologie und was kommt danach? Aber genauso bitte noch eine Bemerkung zu den Genehmigungsverfahren, zu diesem Umsetzungsproblem in Deutschland. Wie ich dann in aller Kürze tun, ja, LNG ist auf jeden Fall jetzt State of the Art. Warum ist es so? Herr Brandt und Herr Dr. Laube haben das meiner Ansicht nach hervorragend dargestellt. Wir haben es bei der Seeverkehrswirtschaft mit einer globalen Wirtschaft zu tun. Wir können als Deutsche gerne was beschließen. Wenn das im Rest der Welt nicht gelebt wird, interessiert das gar nicht. Nicht mal, wenn Europa was gemeinsam macht, interessiert das in der ganzen Welt. Das heißt, wir müssen bei der IMO schon auch mit diesem globalen Verkehrsträger global umgehen. Und deswegen brauchen wir Stoffe, die global verfügbar sind, in jedem Hafen nach Möglichkeit. Und das ist derzeit LNG. Und wenn man LNG eines Tages synthetisch herstellt, hat man die Infrastruktur schon und kann damit umgehen. Ich kann auch grün LNG herstellen. Also insofern ist das schon eine, nicht nur Brückentechnologie, sondern schon eine Technologie, auf die wir zumindest derzeit setzen. Gleichwohl gibt es auch andere Entwicklungen, eben Methanol, Ethanol, Ammoniak, was auch alles. Wir als Ressource sind technologieoffen, wir fördern alles. Ich bin wie Michael Westhagemann wahrscheinlich mit einer der größten Förderer der Wasserstoffwirtschaft, weil ich glaube, dass da die Zukunft drin liegt. Aber wir sind noch nicht so weit. Und bei einem muss ich, mein Freund Michael Westhagemann, ein bisschen korrigieren. Ein LKW mit dem Schiff vergleichen hinkt ein bisschen. Also ein LKW hat eine Betriebsdauer von, was weiß ich, 10, 12 Jahren. Ein Schiff von 40 bis 60 Jahren. Und da muss man natürlich sagen, wenn ein Reeder heute entscheiden muss, mit welchem Antrieb soll ich fahren, dann ist es nicht einfach zu entscheiden. Und für eine Firma wie MAN ist es dann auch nicht einfach zu sagen, was für Motoren soll ich denn herstellen? Weil das so langlaufende Investitionszyklen sind, das macht das enorm schwer. Und wenn man mich fragen würde, was würde ich einem Reeder raten?
Ich würde aus heutiger Sicht sagen, ich würde auf LNG gehen. Aber nicht mal das könnte ich mit dem Brustton überzeugen, weil ich nicht weiß, ob das in 10 Jahren noch State of the Art ist. Also es ist wirklich eine schwierige Übergangsphase, in der wir sind. Trotzdem, LNG hilft erheblich, Schadstoffe zu reduzieren. Das ist eine deutliche Verbesserung. Deswegen würde ich derzeit sagen, immer auf LNG gehen. Auch ein Importterminal in Deutschland, mindestens einer, meiner Ansicht nach mehrere, sind erforderlich, um auch zu importieren, weil wir diesen Import brauchen, wenn wir mit Wasserstoff erzeugten LNG dann eines Tages auch importieren müssen. Also insofern müssen wir die Infrastruktur erstellen. Gut. Und dabei stellt sich das Thema der Genehmigung. Wir haben natürlich bei jeder Antriebsart, bei jeder Energieerzeugung Learning by Doing. Das heißt, die deutschen Behörden üben das ein in aller Breite. Und da es keine DIN-Norm, keine Regeln gibt, müssen die dann erarbeitet werden. Das können die Deutschen. Das Problem ist dann, sie international gültig zu machen. Und dabei hakt es häufig ein bisschen. Natürlich haben wir dann auch so Fragen wie, die Feuerwehr in dem einen Bundesland beurteilt den Stoff anders als in dem anderen Bundesland. Sowas kommt vor. Aber ich glaube, wenn wir wie in der Vergangenheit gut zusammenarbeiten zwischen Bund und Ländern, die koordinierenden Systeme, wir haben überall Arbeitsgruppen, Arbeitskreise, wir haben das mit der Wirtschaft zusammen, wir haben das mit den Gewerkschaften zusammen. Also ist es ja nicht so, dass wir nur völlig blind vor den Sachen stehen. Also ich glaube schon, dass wir das bewältigen können. Wir müssen zusammenarbeiten, das ist das A und O, die Herausforderungen packen. Denn, und da bin ich bei Rüdiger Kruse, ich glaube, die Herausforderung neben der Technologie, die wir haben, das können wir alles. Das ist die gewaltige Marktmacht und die Finanzdruck der Chinesen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht untergehen. Und da müssen wir zusammenhalten als Europäer. Da müssen wir auch für die europäische Industrie, für die Schifffahrt einen gewissen Schutz aufziehen. Da werden wir nicht drum herum kommen, um sie nicht schutzlos den Weltmarktkräften auszuliefern. Aber wenn wir das tun, kommen wir auch mit der Bürokratie zurande. Ich glaube, da haben wir gute Chancen mit der deutschen maritimen Wirtschaft. Okay. Schade, dass Sie jetzt am Schluss noch mit dem Schutz, oder sagen Sie es ganz kurz, was meinen Sie? Wie wollen Sie die europäische Wirtschaft schützen? Naja, es ist so, wenn wir also anfangen, Häfen auszuschreiben in Europa und Chinesen können sich europäische Häfen kaufen, dann muss man sich mal die Frage stellen, haben die Chinesen jemals einen Hafen ausgeschrieben? Ist mir nicht bekannt. Wer kommt auf solche Ideen? Wettbewerb innerhalb Europas, dagegen ist ja gar nichts zu sagen. Aber wenn wir außereuropäischen Wettbewerb hier einladen, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir dann eben völlig veränderte Marktsituationen haben. Ich meine, wir haben jetzt den Markteintritt der Chinesen, meinetwegen zum Beispiel im Hafen von Piräus, schauen Sie sich mal an, was da abläuft und wie sich möglicherweise die Lieferketten die nächsten Jahre und Jahrzehnte daraufhin verändern. Darauf müssen wir uns einstellen. Wir haben die Frage bei öffentlichen Ausschreibungen. Wenn die Chinesen mit ihren sozialen Sicherungssystemen und so hier im Wettbewerb sind und plötzlich alles für ein Drittel weniger anbieten können, was machen sie zum Beispiel mit der deutschen Wirtschaft dann, wenn die Schiffe alle viel günstiger dort hergestellt werden können, unter ganz anderen Bedingungen? Also da finde ich schon, muss Europa lernen, dass Europa europäisch denkt und dass wir unsere Form, wie wir leben, wie wir Wirtschaft betreiben, dass wir die auch am Weltmarkt durchsetzen und uns dann nicht staatskapitalistischen Systemen Konkurrenz schutzlos ausliefern. Das kann nicht Antwort Europas sein. Da müssen wir eine Antwort finden, ja. Und die gilt insbesondere bei einer globalen Wirtschaft wie der maritimen insbesondere. Dankeschön, dass Sie noch mal so deutlich geworden sind, Herr Staatssekretär. Ich möchte gerne zum Schluss kommen. Und zwar ist die Schlussrunde ein kleines Experiment. Und im Prinzip hat Herr Ferlemann es uns schon vorgegeben. Ich möchte, dass Sie mal die Augen schließen, Sie alle 7 und alle 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, alle die Augen schließen und sich vorstellen, Sie wären ein Chinese, eine Chinesin. Und dann gucken Sie auf die deutsche Seeschifffahrt. Und dann sagen Sie mir, durch Ihre chinesischen Augen gesehen, wo würden Sie reingehen? Wo würden Sie sagen, ha, das ist meine Chance. Da nehme ich mir doch den Hafen XY. Das ist klasse. Oder aber auch, was sehen Sie durch Ihre chinesischen Augen, was Sie neidisch macht? Bitte nur einen einzigen Punkt. Und ich schlage mal vor, Herr Hartmann fängt an. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ich würde denen überhaupt nicht sagen, was hier gut ist, denn dann kommen die ja vielleicht auf die Idee, das zu kopieren. Neidisch machen können wir sie schon, indem wir umweltfreundlicher werden. Wir können sie neidisch machen mit unserer Technologie. Nach wie vor sind wir noch Technologieführer. Wir sind auch weit vorne mit den Chinesen. Wir sollen denen nicht alles zeigen, oder bin ich weit bei Herrn Ferlemann. Je mehr wir uns öffnen, auch für die Chinesen, je mehr gehen wir von unserer
unserem Technologievorsprung preis. Und das sollten wir auf jeden Fall vermeiden. Ansonsten wird China uns technologisch auch in Zukunft und auch sozial überrollen. Und das ist nicht das, was wir wollen. Dagegen müssen wir uns schützen. Herr Saathoff, was sehen Sie durch Ihre chinesischen Augen? Ja, bei mir schwingt noch Herr Fährlemann nach, nachdem Schiffe 60 Jahre alt werden können. Also ein Schiff aus China wird niemals 60 Jahre alt, never ever. Ein Schiff aus Emden wird auch mal 120 Jahre alt, ohne Probleme, aber aus China auf keinen Fall. Von daher würde ich mir als Chinese schon wünschen, dass ich irgendwie an diese Schiffsbaukompetenz, die wir in Deutschland haben, rankommen können. A, Qualität herzustellen und B, im Spezialschiffbau eben nicht einfach nur kopieren zu können, sondern da auch wirklich Technologie voranzutreiben. Und wir müssen politisch alles dazu begleitend tun, um sicherzustellen, dass das nicht passiert. Dankeschön, Herr Saathoff. Okay, also er sieht die Schiffe und die machen die Chinesen neidisch. Da nehme ich an, Frau Schwiegershausen-Güth, durch Ihre chinesischen Augen betrachtet, sind die Arbeitsbedingungen in Deutschland doch supi, oder? Durch meine chinesischen Augen würde ich mich total freuen, dass die Schifffahrtsförderung an keine Flagge gebunden ist, also jedenfalls nicht an die deutsche Flagge gebunden ist. Und dass das alles bei uns so gut läuft, dass man gute Förderung bekommt, dass man sogar jetzt diskutiert, die noch auszuweiten und dass ich hier eigentlich ein gutes Betätigungsfeld sehe. Dankeschön. Frau Schwiegershausen-Güth wandert also aus. Und Herr Kruse. Eine Sache, was sehen Sie durch Ihre chinesischen Augen, wo Sie sagen, ja, nehme ich oder, oh, was machen die denn da? Also durch meine chinesisch-imperialistischen Augen sehe ich Deutschland als den schärfsten Mitbewerber, den es gilt, gezielt aus dem Markt zu drängen. Danke. Herr Westhagemann. Ja, durch meine chinesischen Augen sehe ich natürlich weiterhin den technologischen Vorsprung, insbesondere bei der Entwicklung von Wasserstoff, als das kleinste und leichteste Element. Deswegen würde ich mir das schnell kapern wollen. Das sehe ich durch meine chinesischen Augen. Dankeschön sehr. Und Herr Fährlemann, was sehen Sie? Sie haben uns auf die Chinesen gebracht. Ja, ich würde sagen, als Chinese würde ich bewundern an Deutschland, die hat den hervorragenden Ausbildungsstandard und den technologischen Vorsprung, den wir haben. Strategisch würde ich mir als Chinese den Hamburger Hafen und den Bremerhaven Hafen zu eigen machen, damit ich die Lieferketten endgültig komplett kontrollieren kann. Hört, hört. Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen, dass Sie das Spiel am Schluss kurz mitgemacht haben. Und ich danke wirklich allen, die zugeschaltet waren. Und auch vielen Dank nochmal an die Kollegen hier im Cruise Center, dass das alles so wunderbar geklappt hat. Viele Sachen, die jetzt hier gesagt sind, jetzt erlaube ich mir einfach mal Werbung in eigener Sache, viele Sachen, die wir hier gehört haben, was zum Beispiel die Arbeitsbedingungen angeht, Hafenwirtschaft, was zum Beispiel auch moderne Antriebstechnologien angeht, wo lagern wir die, wie kommen wir an die ran, Hafenwirtschaft, da empfehle ich doch gerne um 12.20 Uhr das Hafenforum, was ich dann auch wieder moderieren würde. Ich glaube, dass wir jetzt eine kurze Pause machen und dann geht es so gegen 12.15 Uhr wieder weiter. Und danke am Schluss noch an alle, dass Sie so wunderbar mitgemacht haben, mitgeschrieben haben, Fragen gestellt haben. Super. Vielen herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Ich glaube, wir sind raus, oder? Ja.